Hey Alpha, it's Richard und willkommen zur 8. Woche meines Masse-Experiments. Ja, du hast richtig gehört. 8 Wochen bin ich jetzt schon dabei, das heißt schon 2 Monate Massephase. Und ich wollte mich einfach mal bedanken für die 2 Monate, die ihr mich schon unterstützt und auf meinem Weg begleitet. Es war nicht immer leicht und so war es auch letzte Woche nicht. Ich komme gleich zum Punkt. Ich habe 400 Gramm zugenommen, wo ich eigentlich echt überrascht bin. Ich habe echt gedacht, dass es weniger war, da mich letztes Wochenende eine kleine Grippe eingeholt hat. Und am ersten Tag war es echt abartig, so richtig Gliederschmerzen gehabt, richtig Fieber gehabt. Ich hatte abends, als ich ins Bett gegangen bin, sogar Schüttelfrost gehabt und ich habe schon gedacht, oh wei, die haut mich jetzt wieder mindestens eine Woche, schießt die mich komplett aus dem Leben und ich kann wieder nicht trainieren und wieder keine Masse aufbauen und das muss ich dir jetzt wieder am Mittwoch erzählen. Aber es ist zum Glück anders gekommen und da bin ich echt so gottfroh, dass ich mich so gut ernähre und dass ich so viel Sport treibe, weil ich glaube einfach, dass das mein Immunsystem super, super verstärkt. Ich bin nämlich am nächsten Tag aufgewacht, hatte zwar noch Kopfschmerzen und musste leider auch mein Festival absagen, auf das ich eigentlich gehen wollte. Das wäre nicht in München gewesen, das Contact Festival, hätte ich richtig Bock drauf gehabt. Aber da ich noch leicht Fieber hatte und noch Kopfschmerzen, habe ich gesagt, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Mal jetzt noch chillig und kuriere das aus. Nicht, dass es ich noch verschleppe oder so, dass es einfach noch schlimmer wird. Und das heißt, ich war das ganze Wochenende daheim. Sonntagmorgen bin ich aufgewacht, noch ein ganz klein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber es ging mir schon deutlich besser. Und Montag war ich schon wieder fit und schon wieder im Gym. Ihr seht also, aus der kompletten Woche, die ich gedacht habe, dass ich krank bin, sind dann doch nur 2,5 Tage geworden. Und es konnte sich dann doch gut aushalten. Ich konnte trotzdem wieder ins Gym danach. Erstaunlicherweise konnte ich es auch wieder richtig hart hitten direkt, weil normalerweise muss ich immer erst ein bisschen mich wieder reinfinden, ein bisschen die Gewichte runter machen, aber war gar kein Problem. Ich konnte direkt wieder steil gehen und deswegen habe ich dann wahrscheinlich doch auch 400 Gramm zugenommen. Und es ist doch nicht ganz so schlimm geworden, wie ich gedacht habe. Lustigerweise habe ich mich letzte Woche riesig darüber gefreut, dass ich so viel zugenommen habe und meinen ganzen Verdienst dem Bahnfahren zugeschrieben habe. Und jetzt war das Bahnfahren wahrscheinlich auch genau das, was mich dann angesteckt hat, da einfach so eine Bahn immer unglaublich voll ist. 1000 Leute, alle am Husten, alle haben Schnupfen. Und wenn man diese Umgebung einfach nicht gewohnt ist, wenn man da sich noch nicht gegen abgehärtet hat, dann kommt man da natürlich wie ich als Fahrradfahrer rein und kriegt natürlich direkt mal die Krankheitsklatsche und sowas bei mir wahrscheinlich auch. Aber wie gesagt, ging zum Glück schnell vorbei und ich konnte trotzdem weiter ins Gym. War zwar ein kleines bisschen weniger als eigentlich auf meinem Plan steht, damit ich auf die 90 Kilo komme, aber dadurch, dass ich gerade letzte Woche ja noch einiges mehr zugenommen habe, war ich echt super zufrieden, war auch echt überrascht. Ich hatte echt ein bisschen Angst vor dem Gang auf die Waage. Aber alles hat sich zum Guten gewendet. Für mich heißt das wieder mehr Gemüse essen, wieder mehr Obst, einfach auch die Vitamine reinkriegen, dass sowas ja nicht nochmal passiert. Ich will jetzt auf gar keinen Fall mehr krank werden. Ich will jetzt die Zeit richtig, richtig durchscheppern, richtig Gas geben, um einfach auf meine 90 Kilo zu kommen. Zwei Sachen sind mir diese Woche ganz besonders aufgefallen. Zum einen, wenn man mir ins Gesicht schaut, sieht man, dass ich ein bisschen unreine Haut bekommen habe. Ich habe hier und da ein paar Pickel bekommen. Und es ist bei mir meistens so, gerade wenn ich wieder Milchprodukte anfange zu essen und wenn ich wieder vermehrt Süßes esse. Gerade wenn ich mir abends so einen Shake mache und da Milch reinmache und mein Whey-Protein reinmache, dann merke ich schon, wie das mir ein bisschen auf die Haut geht. Das ist jetzt zwar nicht bei jedem so, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, aber es gibt doch relativ viele Leute, die auf gerade diese Kombination ein bisschen schlecht reagieren. Und deshalb, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, einfach da ein bisschen drauf zu achten. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ist einfach, dass sich mein Körperfettanteil schon echt rapide erhöht hat. Also gerade wenn man die Vergleichsvideos ansieht, jetzt von dieser Woche zu letzter Woche ist nicht so krass, aber man sieht einfach, dass ich echt Fett am Bauch angesetzt habe. Und das ist jetzt zwar noch nicht übertrieben schlimm, also es hängt jetzt noch nicht irgendwas rum oder wackelt rum. Aber im Vergleich zu sonst ist einfach doch echt schon deutlich mehr geworden. Das ist jetzt kein so großes Problem für mich. Ich weiß, dass ich es wieder runterkriegen werde und drum war es einfach nur so als kleine Beobachtung interessant zu sehen und auch für euch einfach, dass ihr seht, was sich bei mir am meisten verändert. Eine weitere Ankündigung für nächste Woche ist es endlich soweit. Ich fange wieder mit dem 5x5 Training an.
Bis jetzt habe ich ja immer dieses 3x12 Training gemacht, das die meisten wahrscheinlich von euch aus dem Gym kennen. 3 Sätze, à 12 Wiederholungen, einfach um damit die Kraftausdauer zu trainieren. Jetzt mache ich 5 Sätze und nur 5 Wiederholungen, was natürlich unterm Strich heißt, dass ich viel, viel krasser mit den Gewichten hochgehen kann, einfach dadurch, dass ich nicht mehr so viele Wiederholungen mache und dadurch trainiert man richtig krass seine Kraft. Warum mache ich denn das gerade in der Massephase? Ganz einfach, weil man in der Massephase so unglaublich viel Energie hat und die super da reinstecken kann, um in relativ kurzer Zeit relativ stark zu werden. Letztes Jahr hatte ich zum Beispiel so, da bin ich dann relativ schnell bei den 100 Kilo Bankdrücken gewesen beim 5x5. Und es macht auch einfach mega viel Spaß, mit so viel Gewichten zu trainieren. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob ich dieses Jahr die 100 Kilo vom letzten Jahr überbieten kann. Aber da ich jetzt meine Masse schon echt viel besser durchziehe als letztes Jahr und viel konstanter auch, bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass ich das schaffen kann. Und wie jeder weiß, stehen ja jetzt bald die Weihnachtstage vor der Tür. Da wird nochmal richtig ekelhaft viel gegessen. Also mache ich da mit dem Gewicht, mache ich mir da gar keine Sorgen. Da wird dann vielleicht ein bisschen mehr Fett dazu kommen als Muskelmasse. Aber das ist dann im Endeffekt auch kein Problem. Da ich ja dann über ein halbes Jahr Zeit habe, einfach um das alles wieder runter zu trainieren und richtig schön shredded zu werden. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch geplant, in nächster Zeit wieder viel aktiver auf Instagram zu werden. Ich weiß, das habe ich vor 2 Wochen schon mal gesagt, aber diesmal will ich es echt angehen. Wieder, nicht gerade täglich, aber auf jeden Fall wieder auf einer regelmäßigen Basis wieder einfach Bilder hochladen, um einfach euch auch zeigen zu können, was mache ich gerade, vor allem wie sieht auch mein Essen aus, da einige sich da echt drüber gefreut haben. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Falls ja, lass doch bitte ein Like da. Und wenn du nichts mehr verpassen willst von mir, würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn du einfach meinen Kanal abonnieren würdest und die kleine Alarmglocke anmachen würdest, um auf jeden Fall kein Video mehr von mir zu verpassen. Das war schon wieder für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Peace.